Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu Ozark Mega S zum neuen Video. Heute mal wieder ein Video vom See, wie ihr im Hintergrund seht. Ich hoffe, man kann das heute sehen. Es ist extrem geiles Wetter. Oh, da kommt ein Hund, hallo. Ja, und weil es ja heute wieder ein neues Thema gibt, über das ich mit euch sprechen möchte, habe ich ja was vorbereitet. Also wie ihr am Titel schon erkannt habt, geht es heute um das Thema die Berliner Verwaltung und warum die so richtig scheiße ist. Ja, kleiner Reminder jetzt hier auch nochmal am Anfang. Heute ist der 8. August 2020. Heute ist der heißeste Tag in Berlin, also den es so gibt. Und ihr seht, ich bin passend gekleidet. Ich trage gerne diese luftigen Longsleeves. Finde ich immer sehr gut. Ich mag so T-Shirt an sich, finde ich auch ganz gut, aber so ein Longsleeve ist richtig geil. Hier auch nochmal der See, also kann man glaube ich ganz geil sehen. Ich hoffe, die Beleuchtung passt heute. Das ist aber auch windstill. Diesmal rauscht das auch nicht so doll. Und ja, vergesst auf gar keinen Fall. Oh, das Wasser ist sogar ein bisschen. Das zeige ich euch auch mal. Guck mal, das Wasser ist sogar ein bisschen zurückgegangen, weil es so heiß ist. Krass, habe ich jetzt noch nicht gesehen gehabt. Na, jetzt ist schon wieder eine Minute vergangen, aber ihr wisst ja, ich schweife ja immer so ein bisschen aus. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Falls euch das Video gefallen hat, am Ende einen Daumen nach oben geben, wisst ihr ja. Und genau, los geht's. Worüber ich mit euch reden wollte, ist eigentlich Folgendes. Und zwar geht es diesmal ja um die Berliner Verwaltung und warum die so richtig scheiße ist. Ja, für jeder von euch kennt das mal. Man hat irgendwie seinen Personalausweis verloren oder man möchte irgendwie eine Wohnung beantragen oder man möchte irgendwie einen Mieterschein haben oder man braucht irgendwas. Reisepass oder sonst was. Was macht man? Man muss ins Rathaus gehen, man muss zur Berliner Verwaltung. In Berlin ticken die Uhren ja sowieso immer ein bisschen anders. Hier sind alle verrückt und bescheuert und alle irgendwie so, ja, ich formuliere das immer so salopp, so diese Latte Macchiato Öko-Säufer, ja, also so bekloppter halt alles generell. Ja, und was mich an der Berliner Verwaltung besonders aufregt und mich richtig nervt, ist einfach, dass wir viel zu wenig Leute dort haben. Also, vielleicht hattet ihr es ja mitbekommen, ich will das jetzt auch nicht zu weit ausschweifen. Ihr wisst ja, 2015, 2016, Flüchtlingskrise und so, bla bla und blub und so, habt ihr alles mitbekommen. Schon damals war das richtig verkackt. Jetzt ist es aktuell ja so, wir haben jetzt August 2020, hatte ich ja eben schon erwähnt, Corona und so. Das heißt, man kommt auch in diese ganzen Dinger nicht mehr rein, man kann da sich nicht mehr anmelden. Auch Terminanfragen gehen nicht so richtig zu bearbeiten und das heißt, man hat ewig lange Wartezeiten, wenn man irgendwas haben möchte. Was mich besonders daran stört, ist einfach die Umstrukturierung in Berlin. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, deswegen erzähle ich euch das einfach mal. Früher war es ja so gewesen, vor allen Dingen also in der Vergangenheit, in den 1920er Jahren, wurden die Außenbezirke von Berlin neu erschlossen. Das heißt also auch so Außenbezirke wie Buch, ja, oder unten rechts Köpenick und sowas alles, ja. Und damals gab es dann insgesamt durch die Neustrukturierung der 1920er Gesetze insgesamt 20 Verwaltungsbezirke in Berlin, 20 Stück, die dann aufgeteilt worden sind in verschiedene Rathäuser, wo es dann auch verschiedene Bürgermeister gegeben hat und verschiedene Entscheidungsleute, also die dann dementsprechend die Verwaltung der Berliner Bezirke durchgeführt haben. Zum damaligen Zeitpunkt, also jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg und so und ungefähr, also ich müsste nochmal nachschauen, aber laut der Schätzungen in der Statistik für Berliner Bevölkerung hatte Berlin um 1980 knappe 2,6 Millionen Einwohner. Als dann die Wiedervereinigung stattfand, ja also 1990, hat sich das Ganze nochmal um 800.000, 900.000 erhöht, also so da auf 3,1 Millionen Bewohner. Und dann denkt man sich so, okay, ja 10 Jahre später, 2010, die Bevölkerung Berlin ist gewachsen, müsste man ja eigentlich auch mehr Verwaltung haben. Was haben die Berliner gemacht? Nein, wurde genau das Gegenteil gemacht. Aus den ehemals 20 Verwaltungsbezirken, die es in Berlin gab, also ihr wisst ja, ich wohne hier im Großraum Pankow und habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt und wir laufen ja auch gerade an dem Pankower See vorbei. Da ist es halt so, dass aus diesen 20 Verwaltungsbezirken 12 gemacht worden sind. Die sind einfach eingedampft worden. Und dadurch haben wir die Situation, die wir auch jetzt aktuell haben. Es ist einfach so, dass man wirklich, egal zu welchem Bürgeramt man läuft, zu welchem Bürgermeister man will, egal in welches Rathaus man will, man kriegt keine Termine, man kriegt keine Unterlagen, man kriegt keine Leute, es ist niemand erreichbar, es ist einfach beschissen. Ja, und da habe ich mir natürlich immer so gedacht, warum ist denn das Ganze so? Warum ist denn das so kacke? Wie kann man denn sowas so scheiße planen und überhaupt machen? Generell gesehen hat das halt vor allen Dingen damit zu tun, dass Berlin ja Kosten sparen wollte oder Kosten sparen sollte für die öffentliche Verwaltung und die Prozesse von denen ja auch nicht optimiert sind und nicht aktualisiert sind. Und jetzt will ich das Ganze mal so ein bisschen ins Detail gehen und will da ein bisschen halt auch mal ausschwenken. Ich habe es mir vorhin auf dem Handy nochmal angeguckt, also ich muss das mal kurz nachschauen, weil ich habe es jetzt leider nicht direkt im Kopf, aber macht ja nichts. Also ihr kennt mich ja, ich kenne da ja nichts, wird nicht geschnitten. Und zwar ist es halt so, dass die, dass Berlin ja, wie gesagt, aufgrund der Einwohnerzahl jetzt von 2000, also
vom Jahr 2000 bis jetzt 2020. Ja, also wir reden jetzt nur in der Zeit zwischen dieser Gebiets- und Bezirksreform bis jetzt um 500.000 Menschen ja, gewachsen ist, was extrem krass ist. Also man denkt so, okay, Berlin ist jetzt ja die Hauptstadt von Deutschland, aber 3,8 Millionen Leute, die in Berlin wohnen, das ist schon eine Hausnummer, das sind schon sehr, sehr viele Leute. Also müsste man ja auch die Verwaltung und müsste man ja auch die Leute, die halt für diesen ganzen Klimbim zuständig sind, besser organisieren und strukturieren. Und was soll ich euch sagen? Nö, da passiert gar nichts. Ich habe es halt wieder erlebt, ich musste halt Unterlagen holen, auch finanzamttechnisch mäßig musste ich irgendwas beantragen und es hat wieder einfach 6 Wochen gedauert, bis da überhaupt was ja, bearbeitet wurde, angenommen wurde, wie auch immer. Ich weiß ja mal nicht, was diese Leute da machen. Ich glaube, die sitzen sich auch immer nur ihren Arsch breit. Ja, also falls ihr auch aus Berlin kommt und genau diese gleichen Probleme habt, schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr von der Berliner Verwaltung haltet. Also für mich gibt es da einen Doppeldaumen nach unten. Ja, und jetzt ist es halt so, 20 Jahre später, nach der Gebietsreform, könnte es ja sein, dass die Berliner doch mal jetzt so schlau sind, dass sie jetzt bezirksbezogen das Ganze doch mal neu organisieren. Das heißt also, man könnte natürlich das so machen, hey, man hat halt eingesehen, ja, Bezirke einstampfen und zusammenziehen war jetzt nicht ganz so klug, splittet man das Ganze wieder auf. Und wenn man das jetzt einfach nur mal so nimmt, allein der Großbezirk Pankow hat die meisten Einwohner in ganz Berlin. Und zwar laut Statistischem Bundesamt, ich glaube, das ist jetzt von 2017 oder 2018 gewesen, vielleicht verlinke ich es euch auch hier im Video oder blende es euch ein, hat 420.000 oder 400.000 Einwohner. Das heißt, dieser Bezirk, in dem ich auch wohne, wohnen auch die meisten Menschen. Problem ist aber, auch die Leute, die im Randbezirk von Berlin wohnen, also oben in Buch oder in Französisch Buchholz, die müssen bis zum Bürgeramt nach, ja, ich sag mal, Berlin-Prenzlauer Berg oder nach Zentralpankow fahren, um dort Anträge zu stellen. Es gibt oben im Norden nichts. Und das ist natürlich extrem beschissen und auch extrem ärgerlich für alle Leute, die halt dort wohnen. Ja, die müssen dann über 1 Stunde Fahrzeit auf sich nehmen, um dann, wie gesagt, dann auch noch ihre Termine nicht bestätigt zu bekommen. Und das ist natürlich alles extrem kacke und extrem wasted. Und da habe ich mir natürlich überlegt, wenn ich da was zu entscheiden hätte, wenn ich das Ganze umstrukturieren würde, dann würde ich natürlich das Ganze so machen, dass ich sage, ja, also alleine ich würde den Pankower Bezirk in 4 Einzelbezirksteile aufsplitten. Das heißt einmal so auch wieder in die Himmelsrichtungen, also Pankow Nord, Pankow Süd, Pankow West, Pankow Ost. Ja, und die ganzen anderen Bezirke, die es halt noch so gibt, ich meine so, man hat ja gesehen, dass das ja das Klientel, was ja auch zu Pankow gehört, was ich aber nicht als Pankower sehe, sind halt diese Prenzlauer Berge, also diese Studentenhochburg mit den ganzen, wie gesagt, Öko-Lotto-Macchiato-Schwuchtels, die da alle das saufen und so, ihr wisst schon, was ich meine. Mein Bruder hat eine ganze Zeit lang also dort gewohnt im Zentral Prenzlauer Berg, Dunkerstraße, gebt das mal in Google Maps ein. Wie gesagt, er wohnt da auch nicht mehr, aber er hat da mal gewohnt über 3 Jahre lang. Und gebt einfach mal Dunkerstraße ein. Damals, als er dort gewohnt hat und seine Wohnung dort bezogen hat, hat er kalt für die Miete, für seine, ich glaube, knapp 40 Quadratmeter Wohnung war das gewesen, so 38 Quadratmeter, halt 1,5 Zimmer Wohnung, ja, hat er knappe, also Warmmiete war das ja damals, nicht Kaltmiete, Warmmiete, knappe 380 Euro warm bezahlt. Wenn man jetzt heutzutage in so einer, ich sag jetzt mal, in so einer Bruchbude oder so einer kleinen Mini-Wohnung wohnen wollen würde im Prenzlauer Berg, dann kann man gleich mal das Doppelte bezahlen. Da kostet dann so eine scheiß 38 Quadratmeter Wohnung irgendwie 600, 700 Euro warm, Alter. Die Leute spinnen doch komplett, ja. Und da denke ich mir immer so, das kann doch einfach nicht wahr sein. Wo leben wir denn hier eigentlich? Was ist denn das für ein Irrenhaus? Und in Berlin ticken sowieso die Uhren anders, da ist das Ganze halt auch wirklich so komplett so. Und ja, dann muss ich natürlich auch nochmal auf die Geschichte mit 2015 eingehen. Wir haben ja einen großen Zuwachs gehabt von Bevölkerung. Und ja, das gucke ich jetzt nochmal kurz in meiner Fotoliste nach, weil ich hatte das abfotografiert vorhin. Und zwar laut Statistischem Bundesamt 2017 haben in Berlin zum Zeitpunkt 2017 3,6 Millionen Menschen gewohnt, also jetzt ja 3,8, wir sind ja 2020 und davon waren aber nur 2,99 Millionen deutscher Herkunft. Also wir haben knapp 700.000 Leute hier auch in Berlin zu sitzen, die halt alle gar keinen deutschen Pass haben, sondern die haben halt wirklich, die sind halt Ausländer, die kommen halt von überall her, muss man halt mal überlegen, kann man ja auch über Statistische Bundesamt nachgucken. Und dazu fällt mir dann halt wieder auf,
Das Ganze ist ja nach 2015, 2016 gewesen. Ich habe mir das dann mal angeguckt. Wir hatten vorher, also 2014, so zur Fußball-WM, hatten wir einen Anteil, ja, man will ja mal sagen, man will es ja mal nicht so rumpausern, aber Syrer so, ja, von irgendwie insgesamt in Berlin, ja, 5000 gehabt. Und zum Zeitpunkt jetzt gucke ich nochmal kurz nach. Nächstes Bild. Genau, zum Zeitpunkt 2017 sind es dann gewesen, plötzlich auf einen Schlag 85.000. Also es hat sich irgendwie verzwanzigfacht die Zahl, wo ich mir so denke, kann eigentlich gar nicht sein, dass wir alleine 80.000 Syrer aufgenommen haben. Kann irgendwie nicht stimmen, weil so viele Leute sind ja gar nicht geflohen aus Syrien nach Deutschland. Das heißt also, da wurden Falschangaben gemacht und sowas alles. Und es regt mich halt alles komplett auf und macht mich einfach nur wütend, dass man halt diese, ja, diese schlechte Verwaltung, diese langen Wartezeiten, diese, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, halt diese Probleme, die man da mit bestimmten Bereichen halt hat, dass man die auch noch mit seinen Steuergeldern finanzieren muss. Und dann werden die Gelder halt im Prenzlauer Berg dafür ausgegeben, dass die Bratspuren breiter werden und grün angemalt werden. Ja, also wisst ihr vielleicht auch noch nicht, aber wir haben ja im Rathaus von Berlin sitzt ja so ein Bürgermeister, der meint, er muss jetzt die Stadt mobil machen fürs Fahrrad, ja, statt dass die Autofahrer jetzt endlich mal eine Spur mehr bekommen und dass man überall 50 fährt und dass man dann halt mal durchkommt durch die Stadt. Nein, nein, es wird dann so gemacht, dass man sagt, okay, alles klar, wir wollen hier, dass mehr Leute Fahrrad fahren. Und dann müsst ihr euch das halt vorstellen, wie der Großbezirk Pankow. Also ich wohne ja, wie gesagt, in Pankow, Zentralpankow, an der Grenze zu Pankow-West. Wenn man das jetzt so aufteilt nach Norden, Süden, Westen und Osten, ich wohne Zentralpankow an der Grenze zu Pankow-West. Und ich muss aber jetzt bei der jetzigen Verwaltungsstruktur nach Zentralpankow-Ost, also wirklich weitesten Osten rüber, nämlich nach Weißensee fahren. Könnt ihr auch mal nachgucken auf Google Maps, falls ihr da Bock habt, wo sich das Ganze befindet. Das heißt, ich habe jeden Tag 11 Kilometer Fahrweg mit dem Auto, die fahre ich ganz sicherlich nicht mit dem Fahrrad. Also wer 11 Kilometer mit dem Fahrrad fährt, jeden Tag zur Arbeit, also sorry, aber da gar keinen Bock drauf. Erstens dauert es länger und zweitens dann, ihr seht ja, heute ist super Wetter, dann fahren wir aber Regen oder Eis und Schnee, also im Winter, gar keinen Bock, Alter. Nee, Mann, muss nicht sein. Und dementsprechend würde ich das auf jeden Fall so machen, wenn ich sage, ich würde die Berliner Verwaltung verbessern wollen. Ich hätte das Ganze so gemacht, dass man jetzt sagt, okay, man muss jetzt sowieso gerade aufräumen wegen Corona. Es ist sowieso alles so ein bisschen hingemurschelt und hingewurschtelt. Man müsste es halt so machen, dass man sagt, okay, man strukturiert das halt Ganze nochmal neu, splittet die Bezirke halt nochmal auf, auch beispielsweise Friedrichshain-Kreuzberg oder so, oder Neukölln unten diese Gegend, ja, was ja alles dann, also ich glaube Friedrichshain gehört ja mit zur Mitte jetzt in dem Bereich, also früher war ja Mitte auch ein anderer Bezirk, Wedding gehört ja auch zur Mitte, ja, Wedding ist auch ein eigenständiger Bezirk meiner Meinung nach, weil da das Klientel auch ganz anders ist als die Leute, die halt in den Penthouse Eigentumswohnungen in, also wirklich Zentralmitte irgendwie am Alexanderplatz wohnen, das ist halt ein anderes Klientel als welche, die halt am Leopoldplatz wohnen. Ja, könnt ihr halt euch angucken, Leopoldplatz, Wedding, so Bevölkerungsgruppe, 77% Türkenanteil, kann man halt auch nachgucken. Also es steht ja alles im Internet, muss man ja nicht mal sich groß anstrecken, gibt man einfach mal Bevölkerungsschichten Berliner Bezirke ein und dann findet man das schon. Naja, auf jeden Fall, ich würde das Ganze halt so machen, dass ich das umstrukturiere, dass ich sagen würde, ich würde die Bezirke wieder aufsplitten und würde dann aber auch verpflichtend dazu, die Leute halt nicht umerziehen, aber ich würde dann halt sagen, okay, wenn jemand aus Pankow kommt, dann kann er auch nur in die vier Bezirksämter in Pankow hingehen und muss dann dort sich einen Termin suchen. Dann hat man aber dort vier Stück, also Pankow Nord, Süd, West, Ost und in Reinickendorf, ich meine so in Reinickendorf ist es genauso beschissen, wenn man jetzt mal nach Reinickendorf guckt, schaut euch Reinickendorf an, ist ein riesengroßer Bezirk in Berlin und jemand, der ganz nordwestlich, also das ist Nordwesten von Reinickendorf wohnt, Frohnau oder Hermsdorf, der muss dann bis zum Paracelsusbad fahren, um dort dann zum Bürgeramt zu gehen und dort an seine Anträge abzugeben. Einfach nur bescheuert und bekloppt. Theoretisch gesehen müsste man die Verwaltung halt dementsprechend nicht eindampfen und verkleinern, sondern man müsste die Verwaltung einfach umstrukturieren. Das bedeutet einfach in dem Moment, dass man sagt, okay, dort, wo jetzt irgendwie, wenn es überhaupt noch 20 Arbeiter sind in den Bürgerämtern, dann 20 Leute sind, müsste man vielleicht die Personalstärke in jedem Bereich um, ja, ich sag mal so 4, 5, 6 Leute erhöhen und ja, dann natürlich im Umkehrschluss diese Leute dann verteilen. Ja, dass man dann halt sagt, okay, man hat halt ein Rathaus in, ja, wenn wir jetzt mal Pankow Nord sagen, man hat jetzt ein französisch Buchholz oder Bernau. Bernau ist relativ nah dran. Ja, Buch ist schon ein bisschen weiter weg, aber Bernau ist zentral Nord-Pankow. Dann sagt man, okay,
In Bernau gibt es jetzt ein neues Rathaus mit einem neuen Bürgeramt. Da arbeiten dann 8, 9, 10 Mitarbeiter, alles klar. Und der Rest wird dann entlastet. Genauso dann, wenn man sagt, so, okay, man will jetzt Ostpankow unterstützen. Also die Leute, die jetzt beispielsweise in Pankow-Heinersdorf und in Weißensee und sowas arbeiten, dann müsste man halt gucken, dass man sagt, okay, man macht das Rathaus in Weißensee wieder vollständig auf und sorgt dann dafür, dass man da halt auch wieder alles machen kann. Oder man sagt jetzt hier, die Leute, die Pankow-Süd halt sind, also das, was jetzt noch Prenzlauer Berg ist, so, ja, da müsste man halt gucken, dass man dort halt die Personalkapazitäten auch dort entsprechend der Bevölkerungsdichte anpasst. Also das kann man ja ganz einfach ausrechnen. Man weiß ja, wenn man jetzt wirklich sagt, in Pankow wohnen ja jetzt die größte Anzahl an Leuten, die größte Anzahl an Bevölkerung überhaupt von Berlin, knappe 400.000, 410.000 oder 420.000 vielleicht, das variiert ja, das sind ja Schätzungen, müsste man halt das Ganze halt mal gegenchecken, wie sich das verhält. Naja, auf jeden Fall dementsprechend meine Meinung zur Berliner Verwaltung, die aktuell so stattfindet, absolute Grütze. Falls ihr der gleichen Meinung seid, könnt ihr mir das gerne natürlich in die Kommentare schreiben, falls ihr auch Erfahrungswerte habt, würde mich sehr interessieren. Ja, ansonsten genieße ich heute auf jeden Fall einfach noch die Sonne. Ihr seht, es ist einfach perfektes Wetter. Es ist richtig schön warm. Also schwitzen tue ich zum Glück nicht so viel. Es gibt ja Leute, die gehen einmal in die Sonne, die brechen dann recht in Schweiß aus. Also ich habe ja noch keine Schweißperlen auf der Stirn. Sieht alles ganz gechillt aus. Ja, und ansonsten würde ich dann einfach sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihr einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, nicht vergessen. Und ansonsten sehen wir uns dann einfach wieder beim nächsten Video wieder. Stay real. Bis dahin, euer Ozok.